So Leute, was geht ab? Es gibt noch neue Kristalle, und zwar die brutale Herrscherin-Kristalle. Diese sind relativ kostspielig. Sie haben allerdings die Chance, 3, 4 oder 5 Sterne-Charaktere zu geben. Also wie die ganz normalen unkollektierten Kristalle. Allerdings mit einer Chance auf Morningstar und natürlich andere Characters, die eben jetzt noch nicht wirklich in den normalen Rotas drin sind. Wir kaufen jetzt mal 4 Stück. Für die Zukunft könnt ihr die Kommentare schreiben, ob ihr eine Idee habt, wie wir das handhaben wollen. Und jeder 5-Sterne-Charakter hier raus ist natürlich ein Sieg. Und eine Morningstar wäre eskalationsmäßiger Sieg. Aber die Wahrscheinlichkeit, eine Morningstar zu kriegen, also 5 Sterne hier raus, ist wahrscheinlich so verschwindend gering. Oh, wir beginnen mit einem 4-Sterne-Charakter. Das ist nicht schlecht. Ein Elektro. Ich habe keine Ahnung, was dem sein Signature ist. Ich habe den ewig nicht bekommen. Ja, das sieht man auch 60. Sehr niedrig. Zu der Zeit, wo vor früher, wirklich lange her, da war Elektro mal Gott-Tier Defender. Da war wirklich der Defender, den alle wollten. Ey, also wirklich lange, lange, lange her. Ja. 3 Sterne ist das, was man hieraus eigentlich erwartet, aber eigentlich natürlich nicht will. Und wirklich, irgendein 5 Sterne wäre richtig geil. 4 Sterne damals gekriegt, ist auch schon mal cool. Aber wirklich 5 Sterne. Also für diesen teuren Preis erwartet man eigentlich wirklich 5 Sterne Characters. Ein zweiter Yellow Jacket erweckten, das wäre auch cool gekommen. Oder eins davor, ich glaube, den 3 Sterne Yondu hätte ich nämlich gar nicht gehabt. Ehrlich gesagt, ich glaube, Yondu habe ich noch nicht als 3 Sterne Champion. Nur als 4 Sterne, auf 5,50, aber nicht als 3 Sterne. Letzter Versuch, oder was heißt letzter Versuch? Letzte Chance, die Morningstar 5 Sterne hier aus so einem geilen Crystal zu bekommen. Ich lasse ihn einfach ausspinnen. Und mal schauen, auf was wir enden. Wow, Leute, 4 Sterne Morningstar. Richtig nice, richtig. Wuhu! Ich habe eigentlich schon gedacht, da kommt jetzt noch ein 3 Sterne Champion und fertig ist, aber. So ist natürlich ein Opening, wo sich sehen lässt. Zwei Four Stars und ja, geiler Scheiß, Leute. Spotlight zu ihr schon draußen. Gibt's euch. Da ist die gute Morningstar. Hier ihre Teambonis. Also, ich zeig's euch nur kurz so. Könnt ihr natürlich wieder durchklicken und anhalten und es dann selber lesen. Aber am sinnvollsten ist eigentlich, wenn ihr mein Champion Spotlight Bob Light von gestern anschaut. Das ist ziemlich cool geworden eigentlich. Habe ich wirklich, glaube ich, alles gezeigt, was sie kann. Auch wenn sie erweckt ist eben. Und ja, wenn wir Glück haben, können wir gerade noch ein 4-Sterne-Crystal hinterherwerfen. Bin ich irgendwie ziemlich knapp davor. 1910. Wie viel haben wir jetzt von den Dingern hier gekriegt? Einen. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch. Ja, das ist das mühsam. Wir bräuchten jetzt noch 35, damit wir einen aufmachen könnten. Ja, jetzt verschwendet man richtig Geld. Wir haben gerade 4 Sterne gekriegt. Das machen wir einfach ein Grandmaster Crystal noch auf. Kriegen einen 3 Sterne Champion. Dann kriegen wir eigentlich die. Oh, Leute. Also, wenn das jetzt der Hulk geworden wäre, wäre ich auch eskaliert. Aber es hat sogar noch 2 weitergedreht. Jetzt haben wir noch genug Fragments gekriegt, um natürlich hier unseren 4-Sterne-Crystal aufzumachen. Und jetzt hoffen wir natürlich auf das nächste Wunder. Richtiges Rausgeballer an Crystals jetzt hier. Wir hoffen auf ein Dr. Voodoo, ein Hyperion, ein King Groot, ein. Gibt's noch was? Ich weiß gar nicht, ob noch was drin ist. Ah, der Punisher, den neuen, den habe ich nicht, aber den will ich eigentlich auch nicht unbedingt. Ah, Hyperion wäre jetzt echt mal nice. Kamala Khan, die ist mindestens genauso gut. Nicht. Ich habe keine Ahnung, Signature bei ihr. 40, okay. Ja, das war's zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da. Und ja, haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen.